Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin hier wieder im Dr. Kers Fieber. Und ja, wir sind doch zuerst im Tierheim von Snuggford. Und wenn ich heute gut drauf bin, dann werde ich auch noch ins Papageiencamp wandern. Weil am Freitag wahrscheinlich, also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, kein Stream stattfinden wird, weil wir da was anderes vorhaben. Gut, aber ich würde jetzt mal fast sagen, ich lege mal los mit Kapitel 3. Und ja, räume nach Walters Schulung auf. Okay. Sitz, roll. Sitz, sitz, roll. Guten Morgen, Walter. Amy, schön, dich wiederzusehen. Bah! Dich auch, Newton. Newton, natürlich. Es sieht hier nach viel Arbeit aus. Das stimmt. Aber du arbeitest auch sehr viel, nicht wahr? Du leitest die Klinik und hilfst hier aus. Das ist nicht einfach. Ich habe früher mit einem Freund in der Stadt Freiwilligenarbeit geleistet. Das fehlt mir wohl irgendwie. Also ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar für deine Hilfe. Es ist toll, ab und zu eine Person mit Fachwissen hier zu haben. Oh, da geht's bestimmt wieder in die Ohren. Und da ist Temperatur wahrscheinlich, ne? Cool. Was? Oh Gott. Was will der? Entschuldigung. Ich bin doch jetzt so ein bisschen... Da ist die Maus. Ha. Die habe ich schon mal gefunden. Was ist das? Achso. Führe zuerst die angezeigte Bewegung aus. Ja, nee, er hat ja gar keinen Laut gegeben. Ich bin etwas überfordert, muss ich ehrlich sagen, jetzt gerade. Und wer bist du jetzt? Ach du, ach so, du gehörst hier dazu. Okay, gut. Nein, das war es auch nicht. Oh Gott. Irgendein Dings fehlt noch. Da unten ist es. Beides auf einmal. Ah, das war richtig. Er sollte laut geben und das hat er gemacht.
dürften eigentlich den dritten Stern erreicht haben. Wenn jetzt noch die Klinik, also das Tierheim ist gesäubert. Ja, fein, perfekt. Wie läuft es denn in der Klinik? Nicht schlecht, die Tiere sind wunderbar, aber der Papierkram und... Samantha, Samantha! Ich habe auf jeden Fall viele gute Dinge über dich gehört. Du bist ein Segen für Snuggford. Leider öffnet da gerade nur diese neue Klinik und... Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, ist schon in Ordnung. Bist du sicher? Es macht wirklich keine Umstände. Danke, aber ich schaffe das schon. Dann sind wir für heute wohl fertig. Bis morgen dann. Bis dann, bis dann. Erhalte 150 Dollar an Trinkgeldern. Ja, ich denke mal, dass das doch kein Problem ist. Aber vorher sollten wir vielleicht bei unseren Tierchen vorbeigucken. Weil die wollen spielen. Und was möchtest du? Du möchtest... Ah, okay. Gucken wir mal bei dir vorbei. Und dann kriegst du auch noch dein Fresschen. Und willst auch noch spielen. Wow, heute bist du aber sehr... Entschuldigung. War ich zu früh. So. Ach, guck mal, jetzt ist der... Sieht ein bisschen müde aus, ne? Jetzt habe ich auf jeden Fall mal ein Foto gemacht. Ja, gut. Dann sind die schon mal zumindest versorgt. Die Tagesaufgabe machen wir später. Und jetzt geht's erstmal an die Herausforderung. Wie viel haben wir denn? 1020, wow. Mithilfe dieser Station erhöht sich das Wohlbefinden der Tiere während der Untersuchung. Die Spenden werden steigen, wenn das Tierheim schöner aussieht. Dann kaufen wir uns das doch direkt mal. Du räumst nicht nur schneller auf, sondern tust auch noch etwas für die Umwelt. Genau, das machen wir auch. Und Amy kann die benötigten Produkte schneller auf... Ach so, dafür haben wir nicht genug. Ach, schade. Schade, schade, schade. Na, was möchtest du? Auch das Notizbuch? Nein. Nein. Das sollte eigentlich Rollen sein. Aber er hat Sitz gemacht. Ich meine, ja, besser als nichts zu machen, ne? Willst du jetzt auch noch schnell was?
Schwupps und Rolle. Nein, Rolle war eigentlich gesucht. Und? Dritter Stern erreicht, das ist toll. Jetzt machst du das noch bitte sauber. Ach, schön. Beruhige Zeus. Zeus. Ganz ruhig, mein Junge. Wir sind alle ganz freundlich. Gerade rechtzeitig, Amy. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Wen haben wir denn hier? Wow, Amy, sei vorsichtig. Ist schon okay, er hat nur Angst. Was ist mit ihm passiert? Wenn ich das nur wüsste. Die Polizei hat ihn hier abgegeben. Er wandert allein durch die Straßen und verhielt sich sehr aggressiv. Irgendeine Idee, wer der Besitzer ist? Die Polizei hat keine Ahnung. Er ist dünn, unterernährt und er hat anscheinend einen üblen Kampf verloren. Zeus? Was? Wir sollten ihn Zeus nennen. Er ist wild und stark und hat ein Temperament wie Blitz und Donner. Zeus gefällt mir. Würdest du ihn heute bitte etwas im Auge behalten? Natürlich. Ja, dafür sind wir doch hier. Da wir ja nichts dazu verdient hatten, können wir uns ja auch nichts Neues leisten für, also verbesserungsmäßig. Oh, da ist die Maus. Ich hoffe, du hast dir das zuerst gegeben. Danke. Mal gucken, ob du Sitz machst. Nein. Wohl eher nicht. Ja, ist ja gut. Ich komme ja. Du sollst da hin. Entschuldigung, ist jetzt gleich sauber. Ja. Rolle? Okay, dann halt keine Rolle. Das... Oh mein Gott. Also Zeus ist wirklich ziemlich, ja. Nein, das war nicht Sitz. Boah, meine Güte.
So. Alles sauber, alles aufgefüllt. Zeus ist beruhigt. Ich muss auf der Polizeistation einige Formalitäten klären. Viel Glück, sag mir Bescheid, falls du irgendwas über Zeus herausfindest. Ach, guck mal, da kommt Jack. Amy? Jack, hallo, was machst du hier? Ich war in der Klinik, aber Lisa sagte, dass du heute Freiwilligenarbeit leistest. Ich wollte mich entschuldigen und dir einfach nur zu texten war irgendwie... Du musst dich für nichts entschuldigen. Doch, das sollte ich. Als ich hörte, dass die Klinik hier eine Niederlassung eröffnen wird, ich dachte, es wäre cool, wenn wir uns öfters sehen könnten. Und ich werde kündigen, du weißt schon, wenn du das willst. Nein, tu das nicht. Völlig positiv wäre auch ohne dich hier. So weiß ich wenigstens, dass ich dort auf einen Freund zählen kann. Ich freue mich, dich wiederzusehen, Jack. Hey, könntest du mir hier ein wenig helfen? Klar, wie in guten alten Zeiten. Oder hat er jetzt gefragt, habe ich jetzt das... Ja doch, er hat gefragt, ob sie ihm hier helfen kann. Oder hat er gefragt, ob... Ja gut. Er ist auf jeden Fall mit von der Partie, was ich toll finde. Analysiere Zeus Zustand. Vertrauen. Irgendwelche Neuigkeiten? Nein, die Polizei hat noch nichts herausgefunden. Wie geht es Zeus? Keine Veränderung, keine meiner Verhaltenstechniken hat bisher Erfolg gezeigt. Wenn wir doch nur mehr über seine Vergangenheit wüssten. Die Erziehung hat einen großen Einfluss auf das Verhalten. Wir könnten seine Gewohnheiten beobachten und davon ableiten, was mit ihm geschehen ist. Vielleicht verstehen wir dann sein aktuelles Verhalten besser. Und könnten es auch verändern. Ja, das wäre cool. Okay, Jack ist doch noch nicht da. Mit dabei. Die Spenden werden steigen, wenn das Tierheim schöner aussieht. Ja, gute Frage. Dank dieser neuen Schulungsstation ist es viel einfacher, die Tiere zu trainieren. Können wir ja zumindest mal eins davon verbessern. Was möchtest du? Was soll ich tun? Ziehe verschiedene Hilfsmittel heran und versuche das Tier zu beruhigen. Die Reihenfolge der Aktion ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Ach du Kacke. Ah, da ist die Maus. Nee, warte, die will zwei haben. Oh je.
Und die Rolle bitte? So, Moment, hier ist jetzt auch wieder Platz. Ja, es tut mir leid. Bevor die noch sauer werden. Ah! Oh, Gott sei Dank. Gerade noch rechtzeitig. Ich weiß, dass du da noch nichts machen kannst. Du sollst ja auch jetzt sauber machen. Was ist nur mit dir passiert? Ist schon gut, Zeus. Ich tue dir nicht weh. Du kannst mir vertrauen. Hast du Hunger? Ich habe hier etwas Leckeres für dich. Willst du noch mehr? Gut, der Junge, siehst du, wir können einander vertrauen. Streichel Zeus. Ja, könnte ein bisschen zu früh sein, aber... Ups. Emmy, was ist passiert? Ich hab dich. Es ist nichts. Alles in Ordnung? Ja, er hat nur mein Hemd erwischt. Ja, es ist ja gut so. Oh Mann. Stehe nicht länger als 10 Sekunden still. Okay, ich denke mal, das kriege ich hin. Nee, weißt du was? Wir werden die zweite Dings aufwerten. Und dann ist gut. Wie soll ich denn das bitte machen? Vielleicht will er ja den... Nein, nämlich... Ach, den Notizblock haben wir doch schon. Naja, so bleiben wir wenigstens nicht stehen, ne? Dein Tablett ist voll. Ja, Entschuldigung. Oh, ich glaube, die Maus... Ach nee, die Maus ist doch hier in dem Level gar nicht. Ach, den Handschuh hatten wir auch schon im Inventar.
Sitz perfekt. Uiuiuiui. Alte Fufu von Zeus fern. Oh je, dann kommt also dieses kleine Hündchen auch so auch vorbei. Guter Junge. Amy, ich habe überall nach dir gesucht. Crystal, Fufu, schön euch beide zu sehen. Ich habe ja so viele Ideen, wie wir deine Klinik zur angesagtesten Klinik in Snuggford machen können. Ich habe eine Liste mit den örtlichen Zeitschriften und Zeitungen, Online-Werbung und... Crystal, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Amy, du hast jetzt einen Mitbewerber. Du musst jetzt die Werbetrommel rühren. Wenn ich gute Arbeit leiste, kommen die Kunden von selbst. Es ist so einfach. Es ist nicht so einfach. Lisa hat mir erzählt, dass es nicht viele Kunden gibt und die völlig positive Tierklinik ist. Meine Klinik läuft gut. Also ich denke, dass du einen Fehler machst. Aber gut, mach was du willst. Wo ich nun schon einmal hier bin, warum helfe ich euch nicht ein wenig bei der Arbeit? Nein, wir können uns jetzt gerade nichts leisten. Also, man kann nichts mehr auffüllen. Okay, gut. Sie macht ja sogar sauber. Wie genial ist das? Du brauchst gar nicht noch näher dahin zu gehen, Fufu.
nochmal. Dann können wir das schon mal sauber machen. Und das da kannst du sauber machen. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Noch vor der letzten Dings verkacken, ne? Damit wir das nochmal spielen dürfen. Du brauchst gar nicht so weit da hinten hinrennen. Amy, die Leute müssen davon erfahren, wie wunderbar du bist. Wir könnten so viel tun, um diese Botschaft in alle Himmelsrichtungen zu verbreiten. Ich danke dir wirklich sehr für deine Hilfe, aber so will ich meine Klinik nicht führen. Amy, du musst mir hier vertrauen. Lass mich dir helfen. Oi, oi, oi. Hey Crystal, Amy, wie geht's? Wie geil. Check. Also, ich muss los. Viel Spaß euch beiden. Der sieht ja knuffig aus. Und wen hast du da bei dir? Watson, darf ich dir Amy vorstellen? Amy, das ist Watson. Elementar, mein lieber Watson. Schön, dich kennenzulernen. Watson würde dich gerne auf einen Spaziergang einladen, wenn du Zeit hast. Watson hat das also gesagt. Nun, diesem Hundeblick kann ich unmöglich widerstehen. Und wo ist Sherlock? Ja gut, dass er die Katze vielleicht nicht mitbringt. Aber ich meine, der Hund war jetzt auch nicht an der Leine, ne? Räume schnell die Station auf. Wie in guten alten Zeiten. Guten Morgen, Amy. Jack, zurück! Da ihr beide ja noch nicht richtig einander vorgestellt wurdet, Jack, darf ich dir Zeus vorstellen? Guter Junge, Zeus. Endlich machen wir Fortschritte. Er sieht so aus, als ob er schon viel mitgemacht hat. Hey Kumpel, ich bin Jack, Amys Freund. Lieblingsfreund! Das ist schon okay, wir schaffen das. Es freut mich, dich zu treffen, Zeus. Was bringt dich denn heute hierher, Jack? Ich habe heute frei. Vielleicht kannst du ja eine helfende Hand gebrauchen. Falls Zeus sie nicht zuerst nimmt. Das wäre echt unpraktisch. Dann werden wir auf jeden Fall die Produkte schneller auffüllen. Und der Rest kommt halt später so nach und nach, ne? Ja, der tut wahrscheinlich dann auch die Station putzen, ne?
Oh, da ist die Maus gewesen. Verdammt. Ich hab sie verpasst. Aber sie kommt ja noch, denke ich mal, wieder. Ich habe die Maus schon wieder verpasst. Na komm, Maus. Da ist sie gewesen. Da ist sie. Aber es läuft doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Die Katze sieht aus wie Bruce. Oh, mach. Also ich meine, es ist ja erledigt gewesen dann. Aber das wäre es jetzt noch. Ich glaube, er beginnt uns langsam zu vertrauen, Jack. Stimmt, er verhält sich jetzt viel ruhiger. Ich denke, dass er von seinem früheren Besitzer schlecht behandelt wurde. Das habe ich mir auch gedacht, armer Kerl. Mir fehlt unsere Zusammenarbeit, Amy. Du fehlst mir auch. Ich meine das Arbeiten mit dir. Es ist schön hier in Snuggford. In der Stadt ist es so hektisch und so. In der Stadt ist es so hektisch und so viel Ablenkung. Hier gibt es keine Ablenkung, nur uns. Doch, wir werden ihn küssen. Komm bitte. Ah, Newton. Oh, es tut mir leid. Oh, das hätte ich nicht. Ist schon in Ordnung, Zeus. Er ist nur ein alberner Vogel. Held, Vogel! Also vielleicht gibt es doch etwas Ablenkung in Snuggford. Wir sehen uns dann morgen. Das wäre toll. Newton kann manchmal echt... Ja. Bereite nicht zweimal hintereinander dasselbe zu. Ah, das hatten wir ja schon mal, ne? Tja, was könnten wir denn... Ja, wir werden die Spenden ein bisschen noch
in die Höhe treiben. Mit unseren schönem Dingsbums. Bis jetzt kam noch nichts doppelt dazu, ne? Ja, du musst halt dazu noch ein bisschen warten, es tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Na ja, es tut mir leid. Also das war eigentlich relativ einfach. Weil es wollte niemand wirklich was direkt hintereinander haben, ne? Hoffentlich bist du jetzt nicht mein... Ach, Gott sei Dank. Die Leine hatten wir auch nicht doppelt. Baue Zeus Käfig wieder auf. Der Ausbruch. Ups. Was ist hier passiert? Geht es allen gut? Zeus ist passiert. Er ist ausgebrochen. Aber es lief doch so gut mit ihm. Anscheinend noch nicht gut genug. Er hat seinen Käfig demoliert und ist gestern Nacht weggelaufen. Die Polizei hat ihn gefunden und er ist wieder genauso aggressiv wie zuvor. Wenigstens haben sie ihn gefunden. Geht es ihm gut? Amy, wir müssen ihn vielleicht einschläfern, wenn er weiterhin Probleme... Nein, das dürfen wir nicht. Wir haben vielleicht keine andere Wahl, die Polizei... Wir werden dafür sorgen, dass Zeus keine Probleme mehr verursacht. Nicht wahr, Amy? Wir beginnen damit, indem wir dieses Chaos hier beseitigen. Ja, wäre schon mal ein Anfang, ne?
Oh ja, klicke auf die angegebenen Stellen, um das Tier abzuhören. Wenigstens mal bis zur Hälfte. Da ist die Maus. So, jetzt noch ein bisschen mehr. So. Ah, das müssen wir noch fertig machen. Oh, Entschuldigung, Hund. Das kommt davon, wenn man ein bisschen abgelenkt ist. Ja, das hast du schön gemacht, Tal. Jetzt haben wir trotzdem nicht den dritten Dings in dem Minispiel gehabt. Naja, gut. Kein Problem. So. Fertig. Entschuldigung, das ist gar nicht. Ja. Ich gebe Zeus nicht die Schuld dafür, dass er das kaputt gemacht hat. Ich mochte Käfige noch nie. Sieh dir das einmal an. Du hast nicht übertrieben, er ist wirklich zugänglicher geworden. Amy ist einfach klasse. Egal, was sie tut, so viel steht fest. Wir können ihn retten, Walter. Wir brauchen nur mehr Zeit. Ich weiß, dass du das kannst. Ah ja, wer kommt denn da? Jack, was machst du denn hier? Oh, hallo, Amy.
Jack, du sollst in der Klinik arbeiten, nicht hier. Du verstößt gegen dein Abwerbeverbot. Das war ein Scherz, oder? Natürlich, aber ich brauche dich, Jack. Ich wollte sagen, ich brauche dich in der Klinik. Genau, also dann fahre ich mal wieder zurück in die Klinik. Tschüss, Amy. Die ist doch bestimmt auch interessiert an dem, oder? Jeder ist interessiert an Jack. Sieh nach, ob Zeus misshandelt wurde. Narben. Es ist schön, dich so entspannt zu sehen, mein Gott des Donners. Er entwickelt sich recht gut. Hey, wo ist der Typ, mit dem du in letzter Zeit so viel abhängst? Jack? Ihr beiden arbeitet gut zusammen. Ja, ich glaube schon. Hoffentlich schaut er bald mal wieder hier vorbei. Ja, ich glaube fast nicht oder so. Ja doch, also natürlich guckt er vorbei. Erst Jack. Also, wie sieht deine Planung für den Rest des Tages aus, Zeus? Was sind das denn für Streifen hier? Narben. Deine letzte Familie hat dich wohl nicht so gut behandelt, was? Ja, manche sind da. Denen ist das Tier wohl nicht so. Und wenn die halt Frust haben, dann lassen die das auch gerne an ihren Haustieren aus. Und dann müssen die Haustiere, je nachdem wie lange die das mitgemacht haben, müssen dann eingeschläfert werden. Also nicht alle, sondern es gibt ja auch dann welche, die dann diesen Ding schaffen, dass sie wieder Menschen oder wem auch immer vertrauen können. Und es gibt aber welche, die können das halt eben nicht und müssen dann eingeschläfert werden, weil die dann sehr viele Probleme machen, ne? Leider. Oh ja, noch ziehen und in die andere Richtung und nochmal. Und nochmal ziehen. Ich habe auch noch andere. Was? Sinara? Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee. Nochmal. Das war ja voll gemein. Was war denn daran jetzt? Jetzt verkehrt. Ja, ich. So, und was ist jetzt? So. Zumindest ist jetzt die eine Runde geschafft. Oh Gott. Aber dafür sind die anderen ein bisschen eingeschnappt. Wir müssen das hier sauber machen, Mädel. Ich komme da niemals hinterher. Ja, es tut mir leid. Ich habe halt ein bisschen viel zu tun. Und bin froh, wenn ich halbwegs...
Das habe ich doch vorhin auch schon gemacht. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich bin ja kein D-Zug. Okay. Nein, nicht bitte. Oh, ja, es tut mir leid. Gott, also Amy ist wirklich kein D-Zug. Oh Mann! Wir können froh sein, wenn wir das Level irgendwie schaffen. Oh ja. Die sind heute nicht alle so gut drauf. Tu das nicht, wie wenn ich dong 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 mache. Ach nee, das ist da oben. Oh mein Gott, es tut mir... Oh Mann, du sollst dir das geben, Mann. Jetzt verschwindet alle. Alter. Walter, ich habe im Nacken von Zeus auf seinem Rücken Narben gefunden. Was? Walter, ich habe im Nacken von Zeus und auf seinem Rücken Narben gefunden. So. Das überrascht mich leider nicht. Er wurde definitiv misshandelt. Das erklärt sein Verhalten wenigstens zum Teil. Das denke ich auch, aber ich befürchte, dass das die Polizei nicht interessiert, wenn er weiterhin Ärger macht. Wir sperren ihn besser wieder in seinen Käfig, nur um sicher zu gehen. Und wenn er da aber nicht mehr rein will? Ist schon gut, mein Junge. Wir kommen morgen wieder zurück und lassen dich raus. Angst, Angst! Das ist es, der Käfig. Er fürchtet sich davor. Käfig, hasse ich. Warum schläfst du heute Nacht nicht einfach bei mir, Zeus? Und er hat das sofort verstanden. Amy hat einen schlechten Tag. Sie läuft heute langsam. Oh nein, bitte, Amy, nicht. Ach nö. Okay, dann kaufen wir erstmal das. Das kann ja heiter werden. Oh, verdammt. Ja, wenn man so lahm ist. Och Mann. Amy.
Oh Gott. Aber an sich läuft es eigentlich ganz gut. Ne? Bis auf, dass Emmy halt nicht so gut läuft, ne? La 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 la. Oh je. Hätte mal schnell putzen, ne? Oh Mann, nicht den Kopf schütteln, putzen. Du hast 500 Tiere geheilt. Wow, cool, kein Problem. Mach ich doch gerne in meiner Geschwindigkeit. Nein, das ist leider falsch, mein Kleiner. Ja, bitte, keine Sorge, ich krieg das hier irgendwann frei, ne? Es dauert... Wo läufst du hin? Zur Ka... Das ist Amy. Bitte, ich krieg das noch sauber. Oh mein Gott. Und was möchtest du jetzt? Ja, ich weiß, du bist nicht gut drauf. Aber du hast das ja jetzt gekriegt, ne? So, schnell sauber machen. Oi, oi, oi. Aber wir haben es tatsächlich auf 3 Sterne geschafft. Also, es wäre zwar beinahe jemand gegangen, aber ist ja auch wurscht. Ne? Ihr braucht im Moment keine Aufmerksamkeit? Nö, anscheinend nicht. Oder Moment mal. Haben wir was freigeschaltet? Nee, Level 30. Und wo sind wir jetzt gerade? Ah, okay, hier hinten schalten wir was frei. Spiele mit allen Tieren, die zu Besuch sind. Eilnachrichten. Amy, Zeus ist schon wieder ausgebrochen. Ich verstehe nicht, wie... Oh, das tut mir leid. Ich hätte dir eine Nachricht hinterlassen sollen. Ja, Amy, das hättest du. Ich hatte fast eine Herzattacke. Hey. Ich habe Zeus gestern Abend mitgenommen, aber ich hatte einen guten Grund. Als ich versuchte, Zeus zurück in den Käfig zu sperren, ist er fast durchgedreht. Dann habe ich es plötzlich kapiert. Der Käfig ist das Problem. Wir wissen, dass ihn seine letzte Familie misshandelt hat. Und ich wette, dass er eingesperrt und an die Kette gelegt wurde. Das ergibt einen Sinn, aber es war schon riskant, ihn mit nach Hause zu nehmen. Wenn du gesehen hättest, wie verstört er in der Nähe des Käfigs war, dann würdest du mir zustimmen, dass das die sicherste Option war. Ja, wahrscheinlich wäre er sonst wieder ausgebrochen, ne? Sobald er den Käfig aus den Augen verloren hatte, war er ein perfekter Gentleman. Ich verstehe. Nur sag beim nächsten Mal einfach Bescheid. Gute Arbeit, Amy. Ja, Geld haben wir jetzt gerade nicht genug. So, dann werden wir die erstmal zuerst machen. Oh, wie gut, du bist da, um zu putzen. Oh, Gott sei Dank. Ich mag dich, Walter.
Ach nein, erst so rum und dann das und dann das und das und dieses und dann das da und das da. Und rollen? Nein, leider verkehrt. Ich hoffe, ich habe kein Tier verpasst. Aber ich glaube, dann wäre das da oben. Ah, wobei, ich weiß nicht, ob das dann beendet wird, diese Aktion, wenn ich eins verpasst hätte. Beinahe. So schnell. Damit ich es sauber machen kann. Gerade so noch geschafft. Und das bitte dann auch noch sauber machen. Walter, Walter, Walter! Mm-mm, mm-mm. Walter ist kaputt. Jack, hier ist Amy. Ich habe herausgefunden, was mit Zeus los ist. Es geht ihm jetzt so viel besser. Du solltest ihn dir ansehen. Eine Konferenz in New York? Samantha hat dich geschickt. Melde dich einfach, wenn du wieder in Snuggford bist. Samantha! Es ist immer Samantha! Oh nein. Meine Ohren klingeln. Habe ich da meinen Namen gehört? Da wären wir also. Dies ist das Tierheim, das die Völlig-Positiv-Tierklinik jetzt unterstützen wird. Mein Kollege Jack Hawkins verbringt schon seine Freizeit hier mit Freiwilligenarbeit. Es ist wunderbar, dass die Pfeiler unserer Ge Moment. Es ist wunderbar, dass die Pfeiler unserer Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen. Was ist denn in all diesen Kisten? Das ist unsere nächste Spende für Snuggford. Die Völlig-Positiv-Tierklinik wird diese armen und heimatlosen Tieren kostenloses Futter spendieren. Arbeitest du auch als Freiwillige hier im Tierheim? Das Tierheim ist ein wunderbarer Ort für Menschen mit wenig Erfahrung, um mehr über den Umgang mit Tieren zu lernen. Wie es scheint, ist das Futter gerade zur rechten Zeit eingetroffen. Ich bekomme auch schlechte Laune, wenn ich hungrig bin. Und als nächstes zeige ich dir unsere brandneue Klinik. Alles ist hochmodern.
Nimm Tierfutter von Beringer entgegen. Okay. Was ich liebe. Ich kann nicht glauben, was ich da gerade im Lokalfernsehen gesehen habe. Die völlig positiv Tierklinik ist zum Angriff übergegangen. Genau das musst du auch tun. Und glücklicherweise hast du dafür mich. Ich werde ein paar Gefallen einfordern und dann werden wir es denen zeigen. Crystal, nein, ich will all das nicht. Ich will einfach nur arbeiten. Du, so einfach ist das leider nicht. Du leitest jetzt deine eigene Klinik. Amy, du musst mehr tun. Ich verkaufe meine Prinzipien nicht, Crystal. Und ich werde auch nicht bei Samanthas dummen Spielchen mitmachen. Wer ist Samantha? Wie auch immer, Amy. Bitte, dann unternimm einfach nichts. Warum ist alles so kompliziert, Zeus? Warum kann ich nicht nur einfach das tun, was ich liebe? So, jetzt können wir uns auch die Check-up-Station Dingsen verbessern. Nimm Tierfutter von... Ja, genau, das war ja die... Beinahe hätte ich den Hund übersehen. Die Maus habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Wo bist du, Maus? Ah, da ist sie. Boah, ist das jetzt gemein gewesen, wo die sich versteckt hat?
wir Gott sei Dank noch gerade so gefunden. Amy, ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe mich darauf gefreut, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, Walter. Ich wollte mich für all das Futter und die Unterstützung von der völlig positiv Tierklinik bedanken. Also, du kannst Sam für das Futter danken. Wenn es um Hilfe geht, dann sind Amy und ich dir sehr ähnlich. Tu, was du liebst. Also, ich muss mich jetzt um die Büroarbeit kümmern. Wir sehen uns später. Amy, ich hatte eine Idee, die ich gerne mit dir besprechen will. Oh ja? Ein Freund aus der Stadt hat 2 kostenlose Karten für ein Musical bekommen. Würdest du dir das gern mit mir ansehen? Aber sicher, hört sich super an. Toll, wir treffen uns dann morgen Abend an der Bushaltestelle. Abgemacht. Bereite alle Produkte und Variationen zu. Oh Gott. Ja gut, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ich denke mal, die werden wir sowieso mal brauchen. Was fehlt denn noch alles? Ach, die fehlt noch? Also noch 2 Dinge.
Also irgendwie. Wiederholen, natürlich, muss sein. Also die drei habe ich jetzt schon mal. Und einmal mit dem gelben Halsband. Dann brauche ich die nochmal mit dem roten. Dann habe ich schon mal die grüne Variante fertig. Das heißt, das fehlt einmal und das fehlt einmal. Ja, doch, so rum, oder nicht? Gut. Dann einmal mit einem Q-Tip. Dann das Notizbuch. Also das Lernbuch. Dann gibt es noch eins mit zwei. Dann gibt es noch eins mit drei. Der Handschuh. Und dann gibt es noch das da, genau. Dann gibt es noch diese Pillen. Und dann gibt es noch die hier. Und die beiden, die hatte ich noch nicht. Walter, du sollst das hier sauber machen. So, bitte noch das da. Aber wenn man es so angeht, dann kriegt man auch die Variationen alle zusammen. Aber wenn man darauf wartet, dass die das alles bestellen, also eher nicht, ne? Spiele mit Zeus. Also du strahlst heute aber mit der Sonne um die Wette. Danke, Walter. Mir geht es super. Date, toll. Zeus scheint es auch richtig gut zu gehen. Sein Verhalten und sein Aussehen sprechen, glaube ich, für sich selbst. Du bist eine Heldin, Amy. Vielen Dank für alles. Der ist gerade abgehauen. Du hättest genau dasselbe getan. Das ist nun einmal unsere Aufgabe. Ja, du solltest den eigentlich auch abkassieren, ne?
Wo ist die Maus? Da, guckt sie. Um die Ecke. Mann. Du hast das dritte Kapitel abgeschlossen. Haha. Noch eine Anzeige? Das soll wohl ein Witz sein. Ah, unseres ist kaputt. Bist du da? Ich war nähe. Ich kann dich nicht. Ah. Was? Also ich glaube, es geht los. Was ist mit dir los, Kumpel? Du bist heute etwas lethargisch. Autsch, du brauchst ein Pfefferminzbonbon. Was zum... Eine gelbe Zunge? Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. So... Ich werde jetzt hier an der Stelle mal ein Päuschen einlegen und dann denke ich mal, werden wir uns danach hier wiedersehen. Und dann werde ich tatsächlich ins Papageiencamp noch ziehen. Und ja, bis gleich.